Hallo ihr Lieben, jetzt ist das letzte Bild von meiner Diamond Art Club Bestellung dran. Selbst bezahlt, selbst gekauft. Mama knows best. Eckige Steine. Und die Größe 47x84. Ich zeige euch mal das Motiv. So, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Genau, mal schauen, ob es anders noch auf dem Karton ist, weil bei Avatar war das noch seitlich. Ne, bei dem nicht. Da ist einfach der Aufkleber drauf gemacht und dann. Oh, hier ist eine kleine Delle drin. So, dann öffnen wir es mal und schauen es uns an. Okay. Erstmal das Toolkit. Ich öffne das gleich erstmal. Schauen wir uns das an. Ich bin immer gespannt auf die Cover, Mann. Dazu habe ich erst so einen Hunden bekommen mit abstrakten Muster und einen Delfin. Der Delfin ist so süß. Okay. Oh, eine Blume, eine Rose, ne? Eine türkise. Okay. Ein grauer Stift diesmal. Dann die 4 und 7 Versetzer Tütchen, das hier, also Pinzette, das ist der, ich denke, das interessiert jeden, der Coverminder. Ist auch süß, finde ich. Jetzt habe ich die drei, oh, die hängen da aneinander, die drei aus meiner Bestellung erhalten. Finde ich ganz cool, dass das alles unterschiedliche sind. Also ich denke, da hatte ich echt Glück. Aber das Washi-Tape, ja, ist nicht ganz wie das, aber ähnlich. Aber ist okay. Darüber meckere ich nicht. Das ist in Ordnung. Bisschen Dreck. Okay, dann räume ich das mal auf Seite. Gleich mal auf und dann geht's weiter mit dem Bild. Das ist jetzt wieder ein langes Bild, da muss ich wieder schauen, wie ich es präsentiere. Der geknickte Sticker. Finde ich auch echt cool, dass sie immer dabei sind. So, ach, 7, genau, 47 mal 84 hatte ich das gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe beim letzten Video noch nicht vergessen zu sagen, dass es eckige Steine sind. Aber ich denke, das hat man sowieso gesehen, wenn man dann die Steine angeschaut hat. Ich bin halt noch neu im Videos machen und dann vergesse ich manches halt. Diesmal rollen wir schon wieder falsch rum. Ne, so. So rum ist doch gut. Das sieht man jetzt nach und nach das Gesichtlein. Bei wem habe ich das denn fertig gepainted gesehen? Und danach musste ich auf die Seite und mir das bestellen und habe dann noch die zwei anderen Bilder. Aber ich wollte ja kostenlosen Versand. Und dann habe ich mich in noch eins verliebt. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten zeigen soll. Und so lange ist es gar nicht. Erstmal ein Steinchen auf Seite. Ist halt auch ein bisschen gebogen und unten ist ein kleiner Knick. Das ist nicht schlimm. So. Kann es halt nicht im Ganzen zeigen, leider. Ich finde es so schön. Ich wollte schon, also seit ich das erste Mal gesehen habe, da fühlt sich ein bisschen was so ein bisschen härter an. Wollte ich schon immer so mit diesen. Wie nennt man das denn? Style Glass oder so? Ich weiß es gar nicht. Und das, ja, wollte ich schon die ganze Zeit. Die anderen Motive haben mir jetzt nicht so gut gefallen wie das hier. Also, das ist wirklich der Hingucker. Obwohl ich sagen muss, also auch bei dem fertigen Painting, finde ich die Ecke hier, also das Köpflein erkennt man gut. Aber hier sind so Art Blumen. Wenn, das sieht man es ja. Fokussiert. Genau, hier sind, also das vermischt sich ein bisschen mit dem Drachen. Hier sind, glaube ich, diese blumenartigen Dinger oder von den Zöpfen genauso. Und halt der Drache. Und beim Diamond Painting tut sich das ein bisschen vermischen, leider.
Und als erstes dachte ich, hier wäre noch ein Drache. Also das hier 1, 2, 3 sind. Und dann habe ich den gesehen. Aber das muss man nur wissen, dass er zweifarbig ist. Und ja, sieht man den jetzt immer. Genau. So, das hat sich wie ein Härter angefühlt, aber ich glaube, es war einfach nur die, ja, die Folie hat einen Cut oder so. Aber ich denke, in der Leinwand. Ich will das jetzt nicht ganz aufziehen, vor allem weil ich es da nicht gar nicht ganz ausbreiten kann. Die Leinwand glitzert auch. Ich glaube, das ist bei allen Bildern so bei Diamond Art Club, oder? Schauen wir uns mal das genauer an. Finde das Gesicht immer gut. Der Drache. Ich finde es halt schön, diese Abgrenzung mit dem Schwarz. Das hat dann so einen einzigartigen Stil und das finde ich einfach gut. Schauen wir uns mal das Bild nochmal an, das Motiv. Ja. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen von der Künstlerin Mandy Manzano. Vielleicht. Okay, hier haben wir 39 Farben und ABs müssen wir mal schauen, wie viele das sonst sind. Seht ihr alle Symbole? Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Jetzt fokussiert es nicht. Ich drücke mal drauf. Jetzt wackelt es. Okay. Sieht doch gut aus, würde ich sagen. Gut, dann schauen wir uns mal die Steine an. Hätte ich gesagt, viel schwarz. Guck jetzt schon auf. Ah, hier, an der Seite. Das alles einzeln. Schauen wir uns erstmal hier gleich den Schwall von dem Schwarzen an. Wie viele Packungen Schwarz haben wir? Das ist schon mal die 939. Da ist es, das nur einmal. Ja. Einmal die 939 und 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Schwarz. Sieht man jetzt halt nicht viel, weil Schwarz ist. 803, oh, die sehen sich sehr ähnlich. 803 und 312. Sehr ähnlich. Also soll jetzt nichts Schlechtes sein. Wird wahrscheinlich hier jetzt Verlauf eingesetzt werden. Die 823, die 307. Zweimal die 814, ja stimmt, das sind recht viele Rottöne vor allem. Unten am Bild auch mit dem Kleid. Ich finde ja den Verlauf im Kleid auch so schön hier. Das hier ist echt schön. Okay, braun. Zweimal die 321, dann ein Tick dunkler. Die 498 zweimal. Die 3760 und 3371. Einmal der Pack. Da wäre nochmal die. Das gleiche dunkle Braun. Die 400 und hier haben wir, das ist doch, ne. Ich dachte schon, eine AB-Farbe, weil es letztes im anderen Bild schon halt das Gelb war. 437, habe ich denn eine AB? Ich habe immer Angst, dass ich eine AB-Farbe übersehe, aber ich hatte noch keine. Da ist eine. Schauen wir mal. Okay, das sind auch, also das sind ganz feine Unterschiede. Das ist ein bisschen dunkler. Schön. 938. Das knalligste Rot wahrscheinlich, das es gibt. 783. Und dann nochmal umgedreht. 738. Okay, halten wir mal nach AB Ausschau. So schön. Schön hell für die Haare bestimmt. Ist AB.
Das ist jetzt das erste AB. Okay. Die 141, das zeige ich euch gleich mal ein bisschen näher. Und wo kommt denn die 141 dran? Die 141 ist die Nummer 2, dachte ich mir schon. Und die ist hier, hier in den Haaren, hier unten in den Haaren. Spiegelt ein bisschen meine Lampe. Ein bisschen besser, also hier unten. Und sonst, ja, vereinzelt hier in den Strähnen. Unten im Bild auch ein bisschen im Kleid. Kann ich das mal zeigen? Hier seht ihr es ganz, fast ganz unten im Bild. Das Bild ist echt schön. Okay. Und dann noch die 519. Schauen wir weiter. Oh, ganz, ganz kleines bisschen Grau haben wir. Moment, ich muss so rum anfangen. 739. Die 130, das ist die Nummer 1. Schauen wir mal, wo die Nummer 1 ist. Da oben. Hier bei dem Drachen. Oh, hier auch bei dem Drachen. Mal schauen. Beim untersten nicht. Da nicht. Hier entlang. Ah, das seht ihr gar nicht. Hier sieht man es. Ja, hier. Da geht es dann noch ein bisschen weiter. Hier oben. Ganz oben auch. Also auch überall. Hier in den Haaren. Also in den Haaren, im Drachen, im Hintergrund, am Kleid entlang. Ja, die Nummer 2 war ja auch AB. Die ist hier in der einen Blume auch noch. Hier unten. Okay. Oh, das ist auch schön. Die 136 AB. Seht ihr genug? Wo haben wir die denn? Das ist der blaue Pfeil nach unten. Bestimmt im Kleid. Aber schauen wir mal. Wenn ich es finden würde. Pfeil nach unten. 136. Ah, hier unten. Natürlich seht ihr das wieder nicht. Oh, schade. Hier unten. So die Faltlinien, würde ich fast sagen. Hier und hier. Ziemlich weit unten am Bild. Genau, und ganz unten auch nochmal hier. Ist schön, dass unten auch nochmal so AB ist. Okay. Dann 741, die 740, 350 und die 318 und die 415. So, haben wir alles angeschaut. Legende ist nur links oben, rechts unten. Ist auch immer gut. Ich überlege gerade, ob wir was vergessen haben. Ich lege sie mal ein bisschen auf die Seite. Also die Farben sind sehr schön und sehr knallig. Ich freue mich auch darauf. Aber ich muss sagen, ich glaube, das fange ich nicht als erstes von den dreien an. Weiß nicht warum, aber irgendwie dieses das Elemental Battle hat mich. Das erste Video von mir. Ja, das habe ich euch ja auch schon vernommen. Also ich liebe halt diesen Übergang mit Rot und Blau. Das ist so schön. Da wird es ein bisschen heller. Dann orange-rot. Das ist so schön. Ich mag den Part hier unten ganz besonders. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, dass ich das Bild so immer ein bisschen zeige. Okay, dann bei dem Bild will ich auch erwähnen, das war wirklich schnell da. Also 7 Tage habe ich, glaube ich, gesagt im letzten Video. Genau, 7 Tage von Bestellung bis dann richtige Zustellung. Ja, und damit bin ich zufrieden. Die nächsten Bilder sind auch schon bestellt bei Diamond Art Club. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Freue mich über Kommentare
Und natürlich über ein Abo. Ich bin ja noch ganz neu und ich freue mich über eure Unterstützung. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss und bei Fragen melden. Tschüss.